Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute wieder so einen kleinen Achievement Guide angucken. Heute geht es nämlich um zwei Achievements, die wir nur als Koreaner machen können. Und zwar haben wir die einmal hier unter Erweiterungsfeatures und dann Paktsankten. Und dort wollen wir uns die Erfolge anschauen. Nur das Notwendigste und nette Amulette. Und was müssen wir für die Achievements machen? Für nur das Notwendige müssen wir eine Prüfung der Weisheit bestehen, ohne jegliche Seelenbandausrüstung auszurüsten. Und für das andere, nette Amulette, besteht eine Prüfung der Weisheit mit 5 ausgerüsteten Amuletten. Die werden wir gleich einmal zusammen machen. Und zwar brauchen wir da einen Level 60er Char, der bei den Koreanern ist und ein Gebäude gebaut hat. Wir brauchen nämlich den Pfad des Aufstiegs. Hier solltet ihr Minimum die dritte Stufe haben, besser ist die vierte Stufe. Wenn ihr die vierte Stufe habt, habt ihr nämlich alle Weisheitskämpfe und dann könnt ihr euch dementsprechend auch aussuchen, gegen welchen Boss ihr kämpfen wollt. So, heißt, wir holen uns Minimum die dritte, aber besser, wie gesagt, die vierte Stufe. Wenn ihr die vierte Stufe habt, dann könnt ihr euch alle Ausrüstung einmal bauen. Und zwar ist es so, bei dem Pfad des Aufstiegs können wir in eine Arena rein und in der Arena Bosse besiegen. Und da können wir verschiedene Verstärkungen uns holen. Und zwar gibt es da eine Questreihe, umso mehr Bosse wir besiegt haben, auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, umso mehr Quests kriegen wir und das ist alles linear, also ihr könnt nichts verpassen. Dementsprechend bekommt ihr dann hier Zugriff auf verschiedene Crafting-Sachen. Wenn ihr die Questreihe komplett durch habt, alle niedrigeren Bosse besiegt habt, dann könnt ihr euch hier die Amulette bauen. Diese Amulette benötigen Materialien aus den Gebieten. Zum Beispiel haben wir hier diesen Stahl, den kriegt ihr, glaube ich, von den Ventier-Chars. Dann die Federn kriegt man unter anderem hier in der Bastion von allen möglichen Flugviechern. Dann haben wir die Pelze, die kriegt man von allen möglichen Wildtieren. Sowohl hier als im Ardenwald sind da einige. Dann haben wir diese Knochen, die kriegt man aus Madraxus von allen untoten Mobs. Und was haben wir dann noch? Ich glaube, das war es soweit alles. Genau, das sind soweit die Mats, die ihr euch da besorgen könnt. Und die kriegt ihr, sobald ihr dementsprechend hier diese Craft-Sachen habt. Ne? Die droppen dann immer nebenbei. Oder ihr habt auch eine Möglichkeit, bei dem Händler hier hinten das umzutauschen. Und zwar könnt ihr gegen Medaillons des Dienstes, das sind die Medaillons, die ihr auch zum Eintritt in der Arena braucht, die Sachen umtauschen. Ihr könnt so eine Kiste kaufen und gegen 5 Medaillons, und da sind relativ viele Mats drin. Also wenn ihr das Zeug nicht farmen wollt, kauft ihr einfach die Kisten und gut ist. Die Medaillons kriegt ihr eigentlich nebenbei so von allen möglichen Rares. Die kriegt ihr von Kisten, die kriegt ihr teilweise auch aus dem Missionstisch raus. Also da geht es eigentlich relativ gut. Ich habe mir ja schon mal alle 5 Medaillons gebaut. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht alle bauen könnt, dann müsst ihr vielleicht noch ein paar niedrigere Bosse besiegen. Die Belohnungen für die niedrigeren Bosse sind oft weitere Quests und oder direkt Pläne, die ihr dann dort lernen könnt. Also sprich, wenn ihr jetzt hier so einen Boss anklickt, dann gibt es hier unten die Belohnungen dran. Ich habe schon alle Belohnungen eingeheimst, deswegen sind die bei mir nicht mehr. Und dementsprechend könnt ihr dann nach und nach die ganzen Bosse besiegen und kriegt dann auch die Belohnungen. Also wenn euch das noch fehlt, solltet ihr mal gucken, wo ihr noch eine Belohnung habt und die Bosse dementsprechend erstmal noch umhauen. So, wir haben schon alle Belohnungen eingeheimst, haben diese Relikte. Und wir wählen uns jetzt mal einen Boss aus. Und zwar finde ich einen der leichtesten hier, diesen Numinuru oder wie der auch immer heißt. Den wählen wir aus. Und wir müssen ihn jetzt auf Weisheit besiegen. Wenn ihr den auf Weisheit besiegen wollt, müsst ihr halt Stufe 4 bauen. Wenn ihr nur Stufe 3 habt, könnt ihr nur den ersten machen. Der geht genauso. Ja. Wir nehmen jetzt aber den, weil ich den einfacher finde tatsächlich. Gut, jetzt ist es normalerweise so, dass wir einmal hier einen Mob auswählen. Ich würde empfehlen Pelagos hierfür. Der ist nämlich der stärkste. Und jetzt wählen wir im Normalfall hier eine Seelenbandausrüstung aus. Das machen wir nicht. Also wir spielen ohne Seelenbandausrüstung. Und kriegen dann, wenn wir den Boss jetzt schaffen auf Weisheit, dieses Achievement. Und für das andere Achievement müssen wir jetzt die Amulette anlegen. Und zwar machen die Amulette verschiedene Sachen. Zum Beispiel, dass wir mehr Movement Speed haben, dass wir die ganze Zeit Ressourcen recken, dass wir die ganze Zeit Gesundheit nebenbei bekommen. Da haben wir mehr Life und hier haben wir noch so einen Dot auf dem Gegner, der ein bisschen Schaden macht. Ihr seht auch die Buffs hier oben, jetzt habe ich über mein Addon gefahren, hier oben haben wir die einmal. Die sind aber nur einen Fight da und die sind relativ teuer. Also ihr müsst relativ viele Mats einsetzen dafür. Dementsprechend bei jedem Billo-Kampf würde ich die euch nicht empfehlen einzusetzen. Sondern nur bei den schweren Kämpfen für dieses Achievement hier und halt jetzt für die Achievement-Sache hier, wo man quasi auf Weisheit die Amulette einsetzen soll. Ich persönlich meine, auf Weisheit braucht man normalerweise gar keine Amulette, das ist einfach genug, aber fürs Achievement machen wir es jetzt mal. Zusätzlich könnt ihr hier hinten noch die Kohlenpfannen aktivieren, die geben euch dementsprechend auch nochmal einen kleinen Bonus. Gut, ich würde sagen, wir starten mal durch.
haben jetzt alle 5 Amulette und haben hier bei dem kleinen Provosten keine Ausrüstung quasi ausgewählt. Dann starten wir den Kampf jetzt rein. Und jetzt haben wir halt keinen, also diesen Extra-Button können wir nicht benutzen, da haben wir nichts ausgerüstet. Aber wir haben halt hier so ein bisschen Support. So, dann fangen wir jetzt einfach an, casten hier so ein bisschen drauf. Und hier bei dem Mob auf Weisheit können wir ruhig den mittleren, den Damage-Typen nehmen, meiner Ansicht nach. Das geht eigentlich vollkommen klar. Und jetzt müssen wir einfach die kleinen Feen hier umhauen. Wie gesagt, der Kampf hier ist relativ easy, tatsächlich, weil die hier nicht viel können. So, jetzt können wir den Ulti hier einmal draufhauen. Vielleicht soll ich ein bisschen defensiver spielen. Ich spiele schon sehr, sehr offensiv hier. Okay, jetzt kommt der Vernichtertyp. Den müssen wir jetzt einmal hier schnell grillen. Okay, ich muss vielleicht meinen... Spielen wir doch defensiv hier das Schild rein, weil der leider durchcastet. Da waren wir ein bisschen zu offensiv tatsächlich unterwegs. Aber egal, mit dem Schild können wir ja ganz gut arbeiten. Also falls ihr Pelagos noch nicht so gut drauf habt, mit der ersten Fähigkeit baut ihr eigentlich im Grunde Energie auf. Ne, die solltet ihr auf Abklingzeit draufhauen. Die zweite ist ein Root und macht ein bisschen RE-Schaden. Und dann haben wir hier noch die dritte Fähigkeit, die tut euch 3 so Geister rufen. Ne? Und ihr müsst halt in die Geister reinlaufen, dann kriegt ihr jeweils einen Buff. Wenn ihr in den vorderen hier reinlauft, kriegt ihr einen Tempo-Buff und könnt halt schneller eure anderen Fähigkeiten casten, was recht angenehm ist. Also es ist einfach quasi mehr Damage. Wenn ihr in den linken reinlauft, dann bekommt ihr Movement Speed. Ich weiß nicht, das ist in 90% der Kämpfe ist Movement Speed halt für'n Arsch. Und ja, in den rechten kriegt ihr halt dieses Immunschild. Und das ist eigentlich sehr, sehr stark. Deswegen ist Pelagos auch so gut. Weil ich kann, also normalerweise müsste ich jetzt die Fee hier töten, weil die einen riesen Explo macht. Ich laufe das Immunschild rein. Ihr seht, ich bin gegen alles immun. Wenn ich dann Schaden fress, dann proc das einmal und ich bin dann noch für weitere 9 Sekunden lang komplett gegen wirklich alles immun. Also da kann kommen, was will. Ich bin wirklich komplett immun. Und das macht Pelagos einfach so, so stark, weil du halt diese ganzen One-Shot-Mechaniken damit quasi negieren kannst. Und ja, damit seht ihr, relativ easy, kommen wir beide Achievements in einem Try quasi mitnehmen. Sowohl keine Zusatzausrüstung zu nehmen, aber die brauchen wir ja auch nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wo wir eine Zusatzausrüstung brauchen. Und das andere, die Support-Dinge, die sind jetzt nice to have, aber die braucht man eigentlich normalerweise im Weisheitskampf auch nicht, weil hier gibt es auch kein Enrage oder sowas. Also ist geschenkt. Aber ja, sind wieder 2 nette Achievements mehr. Und so langsam näher ich mich hier da... dass wir komplett durch sind. Hier brauchen wir auch nicht mehr so viel. Also ja, bald sind wir fertig mit der Arena hier. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.